1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von, ich muss mal nachdenken, was wir so haben, von Mittwoch auf Donnerstag, genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wir sind eine Weile hier im Radio, alleine, ganz unter uns und um 20 nach begrüße ich dann auch die Leute draußen vor den Fernsehern. Herzlich willkommen, Jasmin, 22 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Guten Jasmin. Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Also wir hatten schon mal miteinander gesprochen in der Nacht vom 19. Januar. Aha. Ist schon ein bisschen her und es ging um das Thema halt Abtreibung und Epilepsie. Ich ja. Weiß, ob du dich noch daran erinnern kannst. Grob. Ja, ich war damals in der 6. Woche schwanger. Ja. Und hatte halt Medikamente genommen während der Schwangerschaft und da war halt zu 90%, dass das Kind vielleicht behindert auf die Welt kommt. Ja. Und da wusste ich nicht genau, was ich tun sollte. Ja. Und da habe ich dann auch mit der Heide, mit der Psychologin gesprochen. Mhm. Und sie hatte mir viele Adressen gegeben. Ja, und das Kind ist also seit 8 Wochen gesund auf der Welt. Ist das wahr? Es ja, ist gesund auf der Welt, obwohl man anderes vorhergesagt hatte. Genau, es ist so, sie ist also 8 Wochen vorher gekommen. Sie wäre eigentlich erst vorgestern dran gewesen. Ja. Weil ich halt einen Krankenfall hatte, mehrere hintereinander musste man sie holen, weil die Herztöne runtergegangen sind. War dann auch noch 5 Wochen im Krankenhaus, aber einfach zur Stabilisierung. Sie hat halt nur 1600 Gramm gehabt, aber ihr geht's heute bestens. Das ist ja wirklich eine tolle Nachricht und eine tolle Sache. Was hatte man damals, habe ich jetzt vergessen, muss ich ehrlich gestehen, was hatte man damals vermutet, was für eine Behinderung sie haben könnte? Ja, das konnte alles sein, geistig, körperlich, das wusste man nicht genau. Durch die Medikamente, die ich halt genommen habe, die hochdosierten, hätte das alles sein können. Ja. Mensch, was für ein Glück, ne? Ja, ich höre die auch im Nachbarzimmer schreien. Es ist nämlich ihre Zeit zum Essen, aber die kann ruhig noch warten. Was für ein Glück, wenn man da im Nachhinein so überlegt. Ja, ich bin also teilweise ja die Wände hochgegangen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ich wusste also wirklich nicht mehr, was ich tun sollte. Mhm. Jede Bekannte oder Freunde haben was anderes geraten, was ich wirklich tun soll. Jeder behalt das Kind, die anderen mach es weg. Ja, ich hatte den Beratungsschein dann auch in der Tasche und habe mir das angehört, was die da machen. Und ich war mit einer Freundin da und ich habe gehört, ich muss hier raus, mir ist wirklich schlecht geworden. Mhm. Ich ertrage das nicht und wenn das Kind behindert ist, das schaffen wir auch irgendwie. Ja, ja. Da war die Entscheidung. Ich weiß auch jetzt, mich gut zu erinnern an das Gespräch, dass du damals, ist eine Weile her schon, aber dennoch, dass du da sehr, sehr durch den Wind warst, ne? Und sehr verzweifelt. Und, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ja. Deswegen, und ich habe mich halt dafür entschieden und. Mann, da denkt man doch bestimmt jetzt, wie schrecklich, wenn ich es gemacht hätte. Also ich habe vorgestern, also sie hätten im Moment am Montag, also ist ja schon 3 Tage her. Ja. Ich muss zugeben, ich habe also den Montag, ich habe nur geweint. Ich saß den ganzen Tag hier auf der Couch mit ihr im Arm und ich habe geweint. Mhm. Wie entschlossen, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, wie hättest du dieses Leben, du hättest dieses Leben umgebracht. Ich habe nichts gegen Abtreibung, es muss jeder für sich selber wissen. Mhm. Ich habe meine Entscheidung so getroffen, also ich verurteile nicht die Leute, die jetzt sagen, ich treibe ab, weil ich die Angst habe, dass es behindert wird, aber ich würde die, also ich weiß es nicht. Ja. Wie war das nochmal mit dem Vater des Kindes? War ja damals kein Kontakt. Der hat ja so dagegen gesträubt. Das hat ihn ja einen Scheißdreck interessiert. Und wir haben besten Kontakt. Also er hat die Vaterschaft anerkannt. Wir haben einen Vaterschaftstest gemacht. Aha. Er sieht seine Tochter einmal die Woche mindestens. Und er ist also hin und weg. Und damals war er sehr abgekehrt, ne? Von der er wollte gar nicht mehr Kind. Er wollte also die Abtreibung und den Rest hat ihn also überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also es hat sich alles zum Guten gedreht. Es hat sich aber verdammt zum Guten gedreht, ne? Alles, aber richtig. Ich danke euch einfach so dafür, weil ihr habt mir eigentlich den richtigen Weg in dem Sinne, also die Entscheidung hatte ich selber, klar, aber einfach mit jemandem Fremdes sprechen darüber, fremde Meinungen hören oder die Adressen halt zu bekommen von der Heide und
Ja, es hat mir einfach gut getan. Ja, also Heide ist eine meiner Psychologinnen, ne? Das ja, genau. Erzählen. Das freut mich sehr, dass es so ein Fall aufgenommen hat, Jasmin. Ja. Und auch sehr schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Ich sage das ja immer wieder, dass ich mich freue, wenn ich von euch eine Rückmeldung bekomme, einfach weil ich daran interessiert bin, was aus den Sachen geworden ist. Und viele Zuschauer und Zuhörer natürlich auch. Ja. Alles Gute. Ich würde dir dann auch gerne mal ein Bild schicken per E-Mail. Ja, mach das bitte, ja. Würde ich mich sehr freuen. Ja, klar, kein Problem. Ja. Alles Liebe dir und deiner süßen Kleinen. Ja, danke schön. Tschüss, Jasmin. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Hier ist eins live mit dem Talkradio Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir hier jetzt live im Radio telefonieren wollt. In 10 Minuten ungefähr schaltet sich das WDR-Fernsehen auch noch dazu, begrüße ich die Leute kurz und dann geht das aber hier richtig los. Weiter jetzt mit Mike, und Mike ist 38 Jahre alt. Hallo Mike. Hi Domian. Ja, Mike, grüß dich. Und was geht's bei dir? Erstmal einen dicken Knüppelkuss an dich. So. Deine Sendung gucke ich schon seit Jahren. Ja. Und mein Thema ist, ich habe böse Gedanken gegen meinen Vater. Böse Gedanken? Ja. Was heißt das? Also es ist nur mein Vater, meine Mutter nicht so sehr, weil ich muss erstmal anfangen sagen, so von wegen, mein Vater ist so der Rhetorische. Der wurde mit 14 von seiner Mutter irgendwie aus dem Haus geschmissen, so von wegen, Junge, ich kann dich nicht ernähren. Mhm. Du bist erstmal auf dich alleine gestellt, sieh zu, wie du alleine klarkommst. Mhm. Meine Mutter, die jetzt immer noch mit meinem Vater zusammen ist, ist die Gefühlsperson, also die emotionsgeschwängerte Frau. Mhm. Gegen die habe ich keine Hassgedanken. Ich habe nur gegen meinen Vater Hassgedanken. Also böse Gedanken heißt Hassgedanken. Hassgedanken. Wie weit gehen die Hassgedanken? Was stellst du dir vor, mit dem Vater zu machen? Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir in der gleichen Stadt wohnen, habe ich manchmal wirklich Gedanken, so von wegen irgendwie ganz spontan, mit spontanen Gedanken hinzugehen und sagen, Alter, hier teilweise bewaffnet mit dem Messer, also ganz plakativ mit dem Messer, so von wegen hier, was hast du mir angetan? Nur ich sehe mich selber so von wegen, hey, sieh mal zu, dass du nicht so ganz krass reagierst, so von wegen. Ist klar, ich verstehe. Lass mich fragen. Gehen die Gedanken jetzt in der Fantasie? Wir reden ja nur über Fantasie. Geht es so weit, dass du Mordgedanken hast? Nein, Mordgedanken nicht. Aber du möchtest ihm schon schwer schaden, sagen wir es so. Also Mordgedanken würde ich wirklich als primitiv dahinstellen, weil ich komme nur auf Mordgedanken, weil ich denke so von wegen, hey Junge, kapierst du das nicht? Also okay, ich merke, dass da ein großes Aggressionspotenzial zumindest da ist gegen den Vater. Ja, auf jeden Was Fall. Was hat er dir denn angetan? Er hat, ich habe einen Freund mal. Angetan erstmal in der Vergangenheit. Also in der Vergangenheit sind so Geschichten gelaufen, wie zum Beispiel, er hat mir erstmal meine eigenen Interessen wirklich erstmal madig gemacht. Das sind alles nur Spinnereien. Oder er hat mich zur Silvesternacht vor Gästen blutig geschlagen, aus irgendwelchen banalen Gründen. Wie alt warst du da? Da war ich 16. Hat er dich blutig geschlagen? Vor allem da hat er mich vor Gästen blutig geschlagen, richtig, ja. War er denn sonst auch oft gewalttätig zu dir im Laufe deiner Kindheit? Ja. Also das heißt, du bist oft geschlagen worden? Ja, natürlich, bis zum 18. Lebensjahr. Das ging also los, nachdem er seine bloße Hand irgendwie gedacht hatte, von wegen, das tut mir ja selber weh, hat er halt eben Werkzeuge genutzt. Das ging über Teppichklopfer, über Fliegenklatsche auf dem nackten Arsch. Na, Teppichklopfer war ich ja ziemlich glücklich, weil das ist ein träges Instrument. Das tut nicht so weh. Ne? Das heißt, du bist einige Male von ihm verletzt worden, richtig? Ja, erstmal, ich würde mal erstmal physisch sagen, ich bin physisch verletzt worden. Das, was ich selber für mich gesammelt sagen würde, nicht so wichtig ist. Mhm. Für mich ist mir schon klar, aber das ist mir völlig klar, dass psychisch natürlich noch viel mehr wiegt, aber eben körperlich auch verletzt worden bist. Ja. Wie hat deine Mutter sich verhalten, wenn der Vater so hart mit dir umgegangen ist?
Ja, also eingangs gesagt, mein Vater, wie schon gesagt, der hat alles erstmal nachgeholt, seine ganze Schule. Dann hat er versucht, noch irgendwie Fachoberschulreife, beziehungsweise die hat er noch abgeschlossen. Nee, die Frage war, wie deine Mutter sich verhalten hat, wenn dein Vater das dich... Das kommt noch, Domian. Nee. Ja, eine Antwort war einfach mal. Das kommt noch. Meine Mutter hat also bei den Strafgeschichten erstmal immer zu ihm gehalten, hat ihn sozusagen angefeuert. Und hinterher, wo sie dann alleine war, kam sie dann halt eben im Glas Wasser an mein Bett und hat gesagt, es ist alles okay. Ne? Also sie hat ihn sogar noch angefeuert? Sie hat ihn während seines Beiseins angefeuert, richtig. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinen Eltern? Ja, null, null, gar nichts. Du fährst gar nicht mehr hin? Ich kann nicht mehr hinfahren. Da geht die Tür auf und zu und das war's. Wie, da geht die Tür auf und zu und das war's? Die lassen dich nicht rein, oder was? Ja, ich habe versucht, Briefe zu schreiben, ich habe versucht anzurufen, da geht gar nichts mehr. Also wer hat den Kontakt abgebrochen, du oder deine Eltern? Ja, nachdem ich gemerkt habe, dass ich selber also es zu nichts gebracht habe, wie es mein Vater in meiner Kindheit eingehämmert wurde, hat er gesagt, aufgrund seiner Familie, er sagt ja halt eben, er ist der Einzige aus der Familie heraus, der es zu was gebracht hat, deswegen will er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben. Also seine eigene leibliche Mutter hat selbst nach zig Jahren, nach Jahrzehnten versucht, ihn irgendwie wieder zu erreichen sonst irgendwelche Geschichten. Ich meine, ich als menschlicher Typ würde sowas als hochgradig, hey, da ist noch jemand, der da irgendwie versucht, noch Kontakt zu erreichen. Ich verstehe, also hat er den Kontakt zu dir abgebrochen? Er wollte irgendwann nicht mehr, dass du in sein Haus kommst? Ja, das legt er mir offen. Er sagt zwar immer so von wegen hier, die Tür ist immer offen, solange es dir gut geht, ist alles okay, aber solange es deinem eigenen Sohn schlecht geht, will ich nichts mehr von ihm wissen. So, jetzt bist du ja nur auch schon im stolzen Alter von 38 Jahren. Ja. In welchem Alter bist du von zu Hause weg? Mit 21. 21, das ist eine lange Zeit. Und seitdem ist das so ein Hin und Her, mal ein bisschen Kontakt, mal kein Kontakt. Richtig, immer so auf dieser oberflächlichen Seite. Mhm. Warum hast du nie die Konsequenz gezogen und hast gesagt, Schluss aus, ich will mit denen beiden nichts mehr zu tun haben? Das habe ich ja schon vor 7 Jahren gemacht. Und das war ein längerer Abbruch. Mhm. Und der war auch sehr, sehr lang. Und ich habe gemerkt, so von wegen, hey, die wollen nichts mehr von mir wissen, ist okay. Ich habe mein eigenes Leben, ich bin durch Deutschland gezogen, auch vom Berufswegen auch. Und bin jetzt halt eben wieder in meiner alten Heimatstadt, wo ich hier am längsten gewohnt habe. Aber wie kam denn dann wieder ein Kontakt zustande? Von dir oder von denen? Von mir aus, warum? Ja, natürlich. Warum? Weil ich wieder Kontakt finden wollte. Warum? Und halt eben. Ich meine, wenn das so schlimm war und so kaputt ist, warum wolltest du dann wieder Kontakt finden? Weil ich menschlich denke, weil ich ein Mensch bin. Mhm. Weil ich erstens ihr einziger Sohn bin. Das ist ja sehr. Ich habe keine Geschwister, mit denen ich das verarbeiten kann. Ich habe keinen Freund, mit dem ich das verarbeiten kann. Aber weißt du, Mike, das klingt ja wirklich sehr schlimm, was da bei euch zu Hause abgegangen ist und offensichtlich auch noch abgeht. Und es klingt auch so, als hätte dein Vater sich überhaupt nicht verändert im Laufe der Jahre. Ja, das finde ich ja das Schlimmste daran. So, dann ist es natürlich irgendwann auch, und wenn das noch so hart ist für einen, dass man wirklich eine radikale Konsequenz zieht, um sich selbst auch nicht noch mehr zu schaden. Du rennst da ja offensichtlich vor dicke Betonwände. Ja, ja. Und du, wenn der sich nicht verändern will, dann wirst du ihn dazu auch nicht zwingen können. Ich finde viel wichtiger, dass du etwas für dich tust. Und das wirst du eigentlich dann tun müssen und werden ohne deinen Vater und ohne deine Eltern. Dass du eben nicht du in diesen Hassgefühlen beispielsweise, in dieser Aggression noch lebst. Und dafür finde ich, musst du in eine Psychotherapie gehen. Das musst du. Aber die haben mich in die Welt gesetzt, Domian. Die haben mich in die Welt gesetzt. Ja, aber sie haben dich schlecht behandelt. Sie haben dich über 20 Jahre schlecht behandelt. Das muss man erstmal sagen. Ich kann es nicht akzeptieren, dass mein Vater seine Vergangenheit auf mich rüberspielt. So, da musst du. Ja, okay. Da musst du lernen, dass du das akzeptieren musst. Da musst du lernen, dass die Vergangenheit so war, wie sie ist und dass dein Vater offensichtlich ein so für dich schlechter Mensch ist. Oder vielleicht ist das sogar ein schlechter Mensch, ich kenne ihn ja nicht. Aber so wie du ihn beschreibst, klingt das nicht gut.
Und das kannst ich du nur... Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist. Er hat seine eigenen Erziehungsformen erfahren. Ich hab jahrelang gebraucht, um ihn zu verstehen, ohne mit ihm Kontakt zu haben, wie das alles gelaufen ist. Okay, aber wir halten mal fest, du bist 38 Jahre alt und da ist die Hölle hinter dir, was du mir erzählt hast. Ja. So. Und du kommst nicht weiter und du kommst nicht an den Rand und da hilft es auch nicht, indem man das immer und immer wieder beklagt, so traurig das ist. Dann musst du für dich einen Weg finden, dass du das akzeptieren lernst, wie die Sache nun mal ist. Und das kannst du nur mit Hilfe eines professionellen Menschen. So verfahren, wie mir das scheint bei dir und bei euch. Weißt du, wenn du zehnmal sagst, es ist doch so schade, ich bin ihr einziges Kind, da hast du natürlich völlig recht. Aber wenn der überhaupt nicht... Meine Mutter leidet ja drunter, weil sie halt eben die gefühlsbetonte Person ist. Gut, aber sie hat ja auch nichts verändert. Sie hat ja, was ich ja ganz schlimm finde... Ja, leider, weil sie halt eben das Werkzeug meines Vaters ist. Ne? So, ja, genau. Willen gebrochen und solche Geschichten. Ja. Also musst du dich von der ganzen Sache loslösen zu lernen. Und wirklich deinen eigenen Weg gehen. Und das glaube ich, wenn du bis 38 das nicht geschafft hast, dann schaffst du das auch nicht alleine. Dann musst du dir jetzt von außen Hilfe suchen. Ja. Redest du denn schon mal alleine mit der Mutter? Ruft die dich schon mal an? Ich komme ja nicht an sie ran. Ich habe meine aber, Eltern... Ich aber meine aber Eltern, sie könnte dich doch schon mal anrufen. Geht nicht. Ich habe meine Eltern, nachdem ich wieder frisch umgezogen bin, vor anderthalb Jahren, so von wegen, hey... Ich bin umgezogen, wollte euch nur, also per SMS to speech, also auf dieses Festnetz, hab gesagt, so von wegen, hey, ich bin jetzt umgezogen, nicht, dass ihr euch Sorgen macht, ihr könnt mich erreichen unter folgender Nummer, bla bla bla. Und ich habe einen Brief bekommen, so von wegen, ich sollte doch bitte schön die Unterstellung lassen. Die Unterstellung mit irgendwelchen Mailboxen, also ich kann das nicht nachvollziehen. Okay, also das reicht ja wirklich aus, für einen Außenstehenden zu kapieren, dass das komplett kaputt ist. Und dass die nichts wollen. Und da musst du lernen, zu akzeptieren, dass die nichts wollen. Ja, aber ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Nein. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ein hochdramatischer eine Familienkatastrophe, von der du da sprichst, in der du gefangen bist. Und dich einigermaßen damit zu arrangieren, wird nur gelingen, indem du eine wirklich fachliche Beratung aufsuchst. So, und jetzt möchte ich, dass du mit meinem Psychologen, dem Peter, noch ein paar Worte sprichst. Der hat das Gespräch mitgehört. Ja. Einverstanden, Mike? Ja, okay. Dann kann der dir noch ein paar sehr klare Ratschläge geben, wohin du dich wenden sollst. Okay. Lieber Mike, alles Gute von Herzen, viel Kraft wünsche ich dir. Du legst auf und der Peter ruft dich zurück. Okay, danke, Domi. Okay, tschüss, Mike. Tschüssi. So, meine Lieben, wir haben jetzt gleich 1.18 Uhr und jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann schaltet sich die Fernsehnation dazu.
So, meine Lieben, jetzt sind wir auch im Fernsehen da. Ich grüße euch sehr herzlich, ihr Fernsehzuschauer draußen im Lande. Wir sind diese Woche immer ein bisschen später dran, das bitten wir zu entschuldigen. Morgen allerdings, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sind wir pünktlich, soweit ich informiert bin. So, wir haben hier im Radio bei SWF schon angefangen. Jetzt sind wir alle zusammen und nun kann es richtig losgehen. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt bitte unter domian@rde. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, weil das immer wieder vergessen wird und wir dann nicht schnell reagieren können. Dann dauert das immer ziemlich lange mit dem Zurückmailen und so weiter. Ihr versteht das schon. Ja, wen haben wir jetzt hier? Hier ist Pierre und Pierre ist 33 Jahre alt. Hallo Pierre. Hallo Pierre. Hallo. Ja. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja. Ich habe ziemlich Probleme mit meiner Vergangenheit. In meiner Kindheit wurde ich missbraucht. Mhm. In welchem Alter von welchem Alter bis zu welchem Alter? Von 8 bis 12 ja. Wurde ich missbraucht. Von wem? Also das war so, wir sind umgezogen innerhalb der Stadt und mein Bruder hat einen Franzosen kennengelernt. Meine Mutter ist Französin. Mhm. Hat keinen Kontakt zu Franzosen gehabt. Mein Bruder hat einen Franzosen kennengelernt in einem Hallenbad. Mhm. Und der hat sich in unsere Familie quasi eingeschlichen. Der Bruder war älter und der Franzose folglich auch, oder? Ja, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich. Ja. Mhm. Der hat den kennengelernt und dann ist dieser... Der hat den kennengelernt und dieser hat sich quasi in die Familie reingeschlichen. Also. Ja. Als du damals 8 warst, wie alt war dieser Franzose, nennen wir ihn mal weiter so? Der hieß damals... Wie alt war der damals? Gute Frage. Also ich schätze, ich kann es nicht sagen, also er war bestimmt 30. Ach so. Ach so, ja. So einen großen Altersunterschied. Das heißt, er war auch viel älter als dein Bruder. Ja. Ja? Mhm. Ja. So, und der ist dann in eure Familie hineingekommen. Ja, genau. Und der hat ihn mein Bruder hat ihn quasi mit reingebracht in die Familie. Mhm. Ich weiß nicht, unbewusst. Und auf jeden Fall kam er dann zu uns und wir haben ihn dann kennengelernt. Meine Mutter hat mit ihm Französisch gesprochen. Mhm. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit. Meine Mutter hat endlich mal französischen Kontakt gehabt. So, ja. So war es eigentlich. Ja. Aber er ist dann zudringlich geworden. Ja, genau. Bei dir und auch bei deinem Bruder oder ausschließlich bei dir, weißt du das? Ich glaube, bei meinem Bruder auch. Mhm. Also ich habe mal vor längerer Zeit ein Gespräch mit meinem Bruder gehabt. Mhm. Da waren wir bei meinem Bruder auf einem Abend, haben zusammen gegessen und so, und der hat auch einen ziemlichen Zorn auf ihn gehabt. Und ich denke, er hat auch irgendwie mit ihm was. Also du warst damals gehabt. Ja dann ein kleiner Junge von 8 Jahren. Ja. Dieser Mann wurde dann so ein Freund der Familie und deine Mutter hatte Kontakt mit ihm. Offensichtlich sehr lange war dieser Mann dann in eurer Familie immer wieder anwesend. Ja. Also er hat auch ziemlich lang bei uns gewohnt. Ach, er hat sogar gewohnt? Ja. Hatte deine Mutter mit ihm auch was? War das? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Dieser Mann hat dich vergewaltigt? Ja. Mhm. Und ich glaube auch mein Bruder. Mhm. Ich habe auch letztes Mal ein Gespräch mit meinem Bruder gehabt und ich habe auch gedacht, ich war auch kurz davor mit ihm zu sprechen darüber, aber ich habe mich nicht getraut. Kleine Bitte, Pierre, mich macht das ganz irritiert das Ganze. Schalte mal den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz weg. Ich habe eigentlich gar keinen Angst. Ja, ich höre uns immer so als Echo im Hintergrund. Ja. Jetzt ist es besser. Hat dieser Mann, dieser Franzose, hat er das immer bei euch in der Wohnung gemacht? Ja. Hat er dir gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dass irgendetwas Schlimmes dann passieren würde? Na, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich meine, ich bin jetzt 33, das ist jetzt, lass mich lügen,
Ich war 25 Jahre her. Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, wie hast du denn diese Zeit und diese Handlungen, die er an dir vollzogen hat, wie hast du das in Erinnerung? Also es waren sexuelle Misshandlungen. Es war, ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt reden kann drüber. Du kannst offen reden, wenn du das möchtest, kannst du offen reden. Also es waren massive sexuelle Erinnerungen. Also es war, wie man es halt hat, als Mann zu Mann, oral, anal und so Geschichten und so. Aber das muss doch für dich als kleiner Junge ein Martyrium gewesen sein. Das muss doch, hast du nicht irre Ängste ausgestanden oder Ekel empfunden? Habe ich ganz arg. Habe ich ganz arg und ich habe es auch immer wieder. Ich habe einen ganz tollen Ansprechpartner, das ist mittlerweile meine Frau. Und ich habe mit meiner Frau zum ersten Mal drüber gesprochen. Ich habe meine Frau mit 23 kennengelernt und ich habe mit ihr drüber gesprochen. Und also bisher weiß davon nur deine Frau etwas? Meine Frau und mein bester Freund. Und dein bester Freund. Mhm. Ja, meine Eltern. Hast du nicht körperliche Schmerzen auch große ertragen müssen? Ich stelle mir das vor, wenn ein 8-jähriger Junge penetriert wird von einem 30-jährigen Mann, geht das doch einher mit auch großem körperlichen Schmerz. Also ich habe Angst gehabt, also das Schlimmste war, ich habe Angst gehabt, dass mein kleinsten Bruder auch missbraucht. Mhm. Das hat er nicht geschafft. Mhm. Und ich habe immer versucht, meinen kleinen Bruder zu schützen. Aber meine Frage war, ob du große körperliche Schmerzen hast aushalten müssen. Ja, schon eigentlich, ja. Du wolltest gerade nur so einen kleinen Ansatz sagen, da habe ich dich unterbrochen. Deine Eltern wissen davon gar nichts. Nein, sie wissen davon gar nichts. Zu der Zeit hat dein Vater auch mit in der Wohnung gewohnt? Meine Eltern haben mitgewohnt in der Wohnung. Der Vater auch, Und zwar eine relativ kleine Wohnung eigentlich. Warum haben die eigentlich diesen Mann aufgenommen in die Wohnung? Also es war, wie gesagt, meine Mutter ist Französin. Und die hat wir haben in Bayern gewohnt. Und meine Eltern, also wie gesagt, meine Mutter, die hat wenig französischen Kontakt gehabt. Ja, verstehe ich ja schon. Aber da muss man ja den nicht gleich in die Wohnung nehmen. Da kann man ja öfters... Nein, das hat sich damals so... peu à peu ergeben. Leben deine Eltern noch? Ja. Ich mag meine Eltern sehr und also die hätten davon auch gar nichts mitkriegen können, weil das so geheim gemacht worden ist damals. Ja, sehr. Ist der Mann dann ausgezogen bei euch? Irgendwann mal ist er ausgezogen. Also ich glaube, es hat 3-4 Jahre gedauert. Also ich kann mich nicht mehr... Weißt du? So sehr dran entsinnen, aber es hat 3-4 Jahre gebraucht und ich habe das Problem, was ich habe, jedes Mal, wenn irgendwie ein Thema in die Richtung im Fernsehen gezeigt wird, kommt es bei mir wieder hoch. Ja, wenn du kaum geredet hast bisher, das heißt, du hast mit deiner Freundin, mit deiner Frau geredet und mit deinem besten Freund, das ist schon sehr viel, das ist schon mal das erste. Schweigen ist gebrochen, das ist schon sehr gut. Aber ich vermute ja, dass eine so große seelische Verletzung dir angetan worden ist, wenn du über so viele Jahre das hast ertragen müssen, dass da noch ganz viel in dir tief unverarbeitet liegt und das dir sehr groß zu schaffen macht. Das glaube ich. Ja, das tut's. Das Problem, ich hab mit 18... habe ich Panik- und Angstattacken bekommen, habe auch Therapien gemacht, habe aber über dieses Problem ganz wenig gesprochen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Ja, wahrscheinlich. Das war, glaube ich, ein Fehler. Wahrscheinlich sehr. Und ich habe diese Panik- und Angstattacken immer noch, aber dieses Problem, was ich jetzt habe, also ich weiß nicht, Vergewaltigungsproblem oder Missbrauchsproblem, habe ich nie besprochen. Ich glaube, Pia, so wie du auch jetzt darüber so erzählst, ich merke, wie nah du da noch dran bist und wie verletzbar du auch bist, glaube ich, wenn man jetzt zu nah noch an dich herantreten würde. Ich glaube, da ist so vieles liegt da noch im Verborgenen.
dass diese Angstattacken beispielsweise nur eines wahrscheinlich von vielen Signalen deiner Seele, deines Unterbewusstseins sind und einem Hilferuf gleichkommen. Ich glaube, dass du dringend dir eine psychologische Hilfe suchen solltest. Das habe ich ja gemacht. Ja, aber du hast ja nicht gesprochen. Du hast ja nicht die wirklich erzählt, was da passiert ist damals. Ja, gut, ich habe über meine Panikattacken gesprochen und ich habe... Ja, aber was meinst du, wie wichtig das für einen Therapeuten ist, halt die Hintergründe auch zu wissen, was da passiert ist. Und dann kann natürlich ein Therapeut... Das habe ich ja auch schon gemacht. Und das Problem ist, es hat bisher kein Therapeut darauf irgendwie Rücksicht genommen, dass ein Missbrauch vorhanden war. Es ging immer nur um meine Angst- und Panikerkrankung, die ich habe. Hast du es denn so ganz klar den Therapeuten hingelegt, dass das passiert ist? Also, ich habe immer gesagt, ich habe einen Missbrauch gehabt in meiner Kindheit. Mhm. So, dann sage ich direkt darauf eingegangen. Und das war irgendwie mein großes Problem. Mhm. Sage ich jetzt mal so aus meinem Gefühl heraus, dass du da nicht an den richtigen Adressen warst. Habe ich auch das Gefühl gehabt. Ja. Und ich möchte sehr gerne, dass du von meinem Psychologen jetzt noch eine Fachberatung quasi annimmst, wohin du dich am besten wenden solltest und an wen und wie du das machen sollst, auf was du achten solltest beim Aussuchen eines Therapeuten. Dass du das tun solltest, davon bin ich fest überzeugt, dass das der richtige Weg ist für dich. Mhm. Dann würde ich dich bitten, Pierre, dass du auflegst jetzt und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann könnt ihr noch in Ruhe weitersprechen. Wann würde das sein? Jetzt gleich, in den nächsten Minuten. Okay, ja. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Ich finde aber auch, ich glaube auch dieses, was du jetzt hier gemacht hast, ist ein weiterer Schritt für dich zur Selbsthilfe. Ich glaube, dass das auch schon was sehr Gewichtiges war, dass du hier jetzt in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hast. Dass dir das sicher nicht so leicht gefallen ist. Nee, ist es auch nicht. Das habe ich gemerkt. Ja. Domian, vielen Dank. Ihr habt ein ganz tolles Team und du bist ein ganz toller Therapeut. Dankeschön, Pierre. Therapeut bin ich nicht, aber... ich finde schon, dass du ein Therapeut bist in dem Sinne. Ich danke dir sehr herzlich. Ja. Du legst auf und wir rufen zurück. Ja. Alles Liebe, Pierre. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema... Da zeigte er sein wahres Gesicht oder da zeigte sie sein wahres Gesicht. Ich möchte gerne mit euch über Menschen sprechen und Vorfälle, wo ihr aufgrund eines Vorfalls plötzlich einen Menschen in einem ganz anderen Licht gesehen habt. Da fiel dessen Maske runter. Der war vielleicht vorher ganz toll und freundlich und nett und weiß ich was. Und plötzlich ist irgendetwas geschehen, das hat euch die Augen geöffnet. Da habt ihr den Menschen, den Mann, die Frau gesehen, habe da was sehr Übles gesehen, nachdem die freundliche Maske vom Gesicht gefallen war. Das ist mein Thema morgen hier. Also, da zeigte er sein wahres Gesicht oder da zeigte sie sein wahres Gesicht. Wenn ihr mir über solche Menschen und solche Vorfälle was erzählen wollt, dann meldet euch am besten heute schon unter domian@wdr.de an. Morgen ist das unser Thema. Heute freie Themennacht und hier ist Jörg. Und Jörg ist 38. Hallo Jörg. Hallo Jürgen. Hallo Jörg. Dein Thema. Ja, Jürgen, also ich muss mal meinen Frust hier laut machen und zwar über den Vitalbrückenprozess. Also was da heute für ein Urteil gesprochen ist, das war ja wohl eine schallende Ohrfeige für die Angehörigen des Getöteten. Also wir reden darüber, es gab vor einem Jahr einen ganz schlimmen Unfall hier in Köln. Nicht in Köln, sondern auf der Autobahn von Köln nach Olpe, bei Wiel, auf der Wiel-Talbrücke. Das ist einem Autounfall gekommen und ein Schwerlaster ist die Brücke runtergestürzt. Ich erkläre es mir nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht mehr so ganz in Erinnerung haben. Der Laster hatte Benzin, glaube ich, geladen. Ja, Benzin. Ja. Unten ist es zu einem Flammeninferno gekommen. Der Mann ist verbrannt. Der Fahrer ist verbrannt in der Fahrerkabine. Und fast hätte es noch ein Riesenunglück gegeben, dass das angrenzende Örtchen, das Dorf, da auch noch in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. So. Ne? Soweit die Vorgeschichte. Und heute war der Prozess. Ja, und der ist zu 22 Monaten verurteilt worden. Also ich finde, das ist blanke Ruhe. Also Sie haben letzte Woche noch in einer Hier-und-Heute-Sendung von diesem Prozess berichtet. Dort hat man ja den Prozess sogar auf der Autobahn dann ja gemacht. Den Tag ist die Autobahn ja extra nochmal abgesperrt worden. Genau, ja, ja. Und da war auch die Witwe von dem Fahrer dabei. Mhm. Und die sagte auch, also sie würde mal
darauf warten, dass er mal irgendwas sagt, weil er ist der Einzige, der was wissen kann, der Unfallfahrer, der Verursacher. Und er sagt aber eben einfach nichts. Und, gar nichts. Was denn? Er sagt gar nichts. Er sagte wohl gar nichts. Er hat auch noch keinmal einen Ausdruck des Bedauerns von sich. Nein, gar nichts. Nee. Mhm. Und das finde ich also wirklich, das ist einfach eine Sauerei. Und den dann für 22 Monate. Mhm. Ich sag mal einfach, ich behaupte ganz einfach, das war Vorsatz, was er da gemacht hat. Er ist gefahren ohne Führerschein. Er stand unter Drogeneinfluss. Und so wie ich das damals verfolgt habe, hat er ja auch noch Fahrerflucht begangen. Mhm. Und ja, hat dann, glaube ich, mit seinem Bruder... ganz komische Geschichte, dass der Bruder irgendwie damit einbezogen werden sollte. Ja, genau. Dass da irgendwie beide ausgesagt haben, unabhängig voneinander, sie sind gefahren. Und dass das sehr schwierig war, nachher überhaupt erstmal zu ermitteln, wer nun wirklich gefahren ist. Genau. Also man kann sagen, dass die beiden Brüder die Justiz schon eine ganze Weile an der Nase rumgeführt haben. Richtig. Ne? Bis man erstmal genau wusste, was da los war. So, und der Schaden wird auf etwa 30 Millionen Euro beziffert. Das muss man sich vorstellen. Das ist der größte, der schadenträchtigste Autounfall, den es hier in Deutschland gab. Ja, genau. Aber das ist auch völlig egal. Ich habe immer das Bild vor Augen, dass dieser Mann in dieser Kabine verbrannt ist. Weil dieser Idiot oben auf der Autobahn zu schnell gefahren ist, bekifft gefahren ist und mit schlechten Reifen gefahren ist. Genau so ist es, Jürgen. Das ist es. Ist wirklich der springende Punkt. Ne? Und das fühlt mich ehrlich gesagt, ich bin eben auch LKW-Fahrer und das fühlt mich ehrlich gesagt sehr auf. Also wie ich es heute mitbekommen habe, will die Verteidigung nochmal dagegen angehen, ne? Das habe ich noch gar nicht. Ich meine ja, ich bin nicht ganz sicher, ich meine ja. Ich finde es auch ein Hohn, Ich hatte schon die Vermutung, dass es irgendwie so enden wieder wird. Weil alles ist nur grauenhaft, wenn man daran denkt. Und dass dieser Mensch nicht einmal die Größe hat, der Frau in die Augen zu schauen, der Witwe, und zu sagen, ich habe so große Schuld auf mich geladen, die werde ich nie wieder loswerden, aber bitte vergeben Sie mir oder irgendwas. Richtig. Gar nichts. Er sitzt da, was man im Fernsehen sieht oder auf Bildern, und starrt vor sich hin. Genau, also mich erinnert das schon fast an diesen Mark-Hoffmann-Prozess, der da auch ganz unbeteiligt saß, der die Kinder da umgebracht hat. Der auch, als wenn ihm das alles praktisch gar nichts umging und anginge. Und so also, saß er da eigentlich auch schon mal. Ich bin kein Jurist. Wahrscheinlich können Juristen das jetzt wieder alles wunderbar erklären. Aber ich bin immer fassungslos, wenn ich solche urteile. Warum kriegen solche Leute nicht höhere Strafen? Warum? Das verstehe ich auch einfach nicht. Ich meine, das ist jetzt ein Fall von vielen, wo wir immer alle fassungslos sind und uns fragen, was ist da los? Richtig. Tja. Sehr positiv bewerte, das ist die Reaktion von den Bewohnern dort in diesem kleinen Dorf, die wohl gleich nach dem Unfall, kurze Zeit nach dem Unfall mit der Witwe Kontakt aufgenommen haben und auch Spendenaktion aufgerufen haben. Ja. Also das fand ich unheimlich toll, was da gelaufen ist. Es war, glaube ich, alles besonders tragisch, weil er frisch verheiratet war. Ne? Oder die Frau kam aus Hamburg und ist gerade hierher gezogen in die Gegend. Ne? Und, ja, also man kann nur fassungslos sein und Kopf schütteln und wir verfolgen das mal noch weiter, falls es da noch was zu verfolgen gibt. Tja, also da bin ich auch gespannt. Man ist wirklich unfassbar. Ne? Und ich kann nun wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, klar, sicher, es gibt auch bei den Lkw-Fahrern schwarze Schafe. Das ist allerdings, das wird es auch immer geben. Aber es gibt auch viele, viele Pkw-Fahrer, die wirklich Mist machen. Fahren wir mal alle ein paar Stunden auf der Autobahn und wir wissen, von was wir reden. Ne? Richtig. Was ich an diesem Unfall so schicksalhaft finde, ist, dass es so eine Verkettung ist von so ganz vielen Kleinigkeiten. Das stimmt. Und dann entsteht so eine unglaubliche Katastrophe. Wenn der Mann, wenn dieser Täter nur zwei Minuten später weggefahren wäre, dann wäre der LKW nur in den Straßenrand gefahren, ne? Und nicht die Brücke untergestürzt. Richtig. Aber was soll man wenn fragen und sagen? Das ist es ja. Okay, Jörg, danke für deine Einschätzung und deine Meinung zu diesem Thema. Danke, Jürgen. Alles Gute. Nee, mach's gut. Gute Fahrt weiterhin. Hast eine schöne Sendung. Es macht Spaß, hier zuzukommen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist die Susanne. Und Susanne ist 36 Jahre. Hallo, Susanne. Hallo, Domian. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Ja, guten Morgen. Was geht's bei mir? Bei mir ist halt eben Stress gewesen.
Gerade eben? Nee, gerade nicht. Ja. Gott sei Dank nicht. Folglich dessen, von wegen, mein Freund ist Alkoholiker. Mhm. Also mein Ex-Freund. Ex-Freund? Ja, ich sehe ihn jetzt mittlerweile als Ex-Freund. Mhm. Wie lange wart ihr verbunden? 3,5 Jahre. Ja. Wir haben 2 Kinder. Oh. Die relativ schnell hintereinander kamen. Die Große wird diesen Monat 2. Mhm. Die Kleine am 25.11. Ein Jahr alt. Mhm. Mhm. Er ist wie gesagt Alkoholiker und jeder Mensch verändert sich von wegen, wenn er Alkohol trinkt, mhm. aber er hat auch teilweise 2 Gesichter, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm. Dann weiß er gar nicht mehr, was er macht. Dann hat er zugeschlagen. Ah, ja. Und wir wollten gerade zusammenziehen. Ich habe gedacht, dann wird es besser. Mhm. Aber und jetzt habe ich aber ganz viele Nachbarn und normalerweise bin ich immer abgehauen. Wie oft hat er dich hingeschlagen in diesen... Hat er. Wie oft? Ja. In diesen 3,5 Jahren jetzt? Ja. Oh, kann ich nicht zählen jetzt. So also, nicht, dass es jetzt so oft war, aber... Aber reichlich. Also mehr als 5-mal oder so. Mehr als... Ja. Ja. Mhm. Was ich gerade fragen wollte, war er auch schon Alkoholiker, bevor ihr zusammengekommen seid? Ja. Das heißt, du hast das irgendwann schnell bemerkt? Jein. Also... ich habe es bemerkt von wegen, als er Schnaps getrunken hat. Hat er, ist er denn ein Alkoholiker, der sagt, ich bin kein Alkoholiker? Oder gibt ja. Ja, also bis heute? Bis heute. Bis heute sagt er so, ich habe es im Griff, Quatsch, ich bin kein Alkoholiker. Ja, obwohl er schon Therapien gemacht hat und so weiter. Ach, die hat das sogar schon gemacht? Die hat das schon, sogar schon gemacht. ja. So, ihr seid dann, nochmal eins von dem anderen, ihr seid dann zusammengezogen? Ja. Wir wollten jetzt zusammen. Ihr wolltet zusammen. Das ist nicht passiert, das Zusammenziehen. Mhm. Doch, für einen Monat. Ah ja. Mhm. Hab hier ganz viele Nachbarn wohnen. Normalerweise wäre ich dann mit den Kindern geflüchtet und irgendwann wieder zurückgegangen. Mhm. Allerdings, von wegen haben die Nachbarn die Polizei gerufen. Weil es so schlimm war. Ja, die haben mich gesehen und die verängstigten Kinder gesehen. Ja. Hat er sich denn, wenn... Ist das immer vorgekommen, wenn er besoffen war? Ja. Also das heißt, war immer klar zu erkennen, der Zusammenhang Alkohol, besoffen sein und gewalttätig? Ja. Das war immer so. Er war nie gewalttätig gegen dich, wenn er nüchtern war? Der konnte ganz lieb sein, wenn er nüchtern war. Hat er sich denn nachher schon mal entschuldigt oder sich erkundigt? Immer wieder. Warum hast du ihm so viele und so viele und so viele Chancen gegeben? Ich weiß es selber nicht. Ist es jetzt definitiv vorbei? Ich habe seit 2 Monaten eine einstweilige Verfügung. Mhm. Er darf sich nicht mehr und den Kindern bis auf 50 Meter nähern. Hält er sich dran? Nein. Nein? Nein. Und ich hätte mich auch beinahe wieder darauf eingelassen. Oh. Ja. Also er hält sich nicht so dran, das heißt er... Weil er lieb sein kann. Er kann lieb sein. Na gut, aber du bist eine erwachsene Frau und hast seit 3,5 Jahren gemerkt, dass er eben auch nicht lieb sein kann. Ja. Und dass er nicht lernt aus seinen Fehlern. Ja. Wie kann das sein? Wieso bist du dann so, dass du selbst jetzt in der Situation nochmal sagst, ich hätte mich fast darauf eingelassen. Du hast dich aber nicht eingelassen. Er hat wieder umgeschlagen. Also du hattest dich schon eingelassen und dann ist er wieder gewalttätig geworden? Nicht direkt gewalttätig, aber... Er hat wieder sein anderes Gesicht aufgesetzt. Und dann bin ich froh, dass er gegangen ist in dem Moment. Was heißt das? Er hat sein anderes Gesicht... Er war hier bei mir in der Wohnung. War aggressiv oder hat schlecht gesprochen oder was? Ja, beides. Mhm. So, aber nochmal die Frage, warum immer und immer und immer wieder dieses nochmal an ihn rangehen? Ich weiß es selber nicht. Ich kann es nicht sagen. Ist aber höchste Zeit, dass du darüber nachdenkst, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber nach diesmal, da habe ich mir jetzt wirklich gesagt, von wegen, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss. Mhm. Wenn du noch härter auftreten würdest und wirklich sagst, ist Schluss und du darfst dich mir nicht nähern, das ist so verfügt, hättest du Angst vor ihm, dass er dir irgendwas antut? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Er hat mich letztes Mal schon bedroht. Ich denke auch, von wegen, er hat sich mir wieder genähert,
weil er nicht an mir hängt, sondern an den Kindern. Mhm. Und dass ich die Anzeigen wieder zurücknehme. Mhm. Aber da habe ich ihm sowieso gesagt, von wegen, die Anzeigen nehme ich nicht zurück. Das heißt, es gibt mehrere Anzeigen? Ja, er hatte einen Verweis von der Polizei. Mhm. Das geht über 10 Tage. Mhm. Dass er die Wohnung nicht betreten darf. Mhm. In diesen 10 Tagen kann man diese richterliche Verfügung beantragen, mhm. dass man Zeit dafür hat, wegen häuslicher Gewalt. Mhm. Und am nächsten Tag stand er vor der Tür und hat die Tür eingetreten. Oh. Ja. Und das, nachdem die Wohnung einen Monat angemietet war. Mhm. Also mir ist schon klar, weil ich ja ahne schon, was das für ein Typ ist. Und ich ahne auch, dass du in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem stehst. Ja, ich habe auch. Das ist immer, es gibt immer wieder Menschen. So weiter keine Freunde mehr. Also er hat alles abgeschottet. Mhm. Mhm. Bekannte, die ich habe, sind von ihm. Mhm. Die aber jetzt zu ihm stehen. Mhm. Das heißt, du musst jetzt von ganz unten anfangen und deinen eigenen Kreis aufbauen. Ja. Aber das wirst du schaffen und das kannst du auch. Ich glaube, in dem Fall ist ganz wichtig, wirklich sich immer wieder auch vor Augen zu führen, Susanne, dass du nicht nur Verantwortung für dich trägst, sondern auch für deine beiden kleinen Kinder. Und ich glaube, dass das dir Motivation sein sollte, das natürlich für dich zu tun, von diesem Kerl loszukommen, mhm. aber eben auch für deine Kinder von ihm loszukommen, weil du schadest den Kindern, wenn du mit diesem Mann immer wieder Kontakt hast. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Weil, und wenn du so, es gibt Menschen, die so strukturiert sind, dass sie immer wieder in eine Abhängigkeit von anderen geraten, auch wenn der andere zwei Gesichter hat und wenn der andere auch immer wieder schlimme Dinge tut. Und immer wieder flutschen sie zurück zu dem anderen. Und als Außenstehender steht man davor und sagt, warum? Aber das ist schon eine Macht in einem. Ja, ist klar, aber ich denke mal, diesmal hat das übertrieben. Mhm. Ja, wenn das jetzt so ausschlaggebend für dich war, dass du es alleine schaffst, finde ich das gut. Wenn du aber Bedenken hast oder Angst hast, dass du vielleicht doch noch wieder nochmal rückfällig werden solltest, dann hol dir Hilfe von außen. Ja, richtig, alleine schaffe ich es nicht, sonst hätte ich jetzt nicht bei dir angerufen. Ja, hol dir, ja. Wir werden dir und gleich weißt du, dass so er zu erreichen bist, also die Telefonseelsorge? Ja. Echt? Ja, ehrlich. Ist so. Ja, manche sagen mir auch andere Sachen, die 2 Jahre versuchen, hier anzurufen. Hast du Glück gehabt? Nee, aber im Ernst, gerade vielleicht auch jetzt in der Zeit, das ist ja alles eine hoch angespannte Zeit und du hast keine Freunde, mit denen du reden kannst, dass du dir einfach so einen Rückhalt holst in Form eines psychologischen Gesprächspartners. Wir werden dir gerne behilflich sein, wo du dich hinwenden kannst. Mhm. Ja? Also ich möchte dich wirklich nur ermutigen, Susanne, weiter jetzt, du bist ja schon weit gegangen, ne? Für all das, was passiert ist, bist du schon... Ja, diesmal ist es weiter wie sonst, also und... Wie gesagt, halt eben, ich hätte mich beinahe wieder darauf eingelassen, aber er hat ganz schnell wieder sein anderes Gewicht aufgelegt. So. Und ich glaube, die Abstände werden immer kürzer. Ja. Es soll jetzt gar kein neues mehr geben. Das soll jetzt der endgültige Abstand, soll jetzt schon da sein und immer größer werden. Ja, finde ich. Demnächst gibt es auch eine Gerichtsverhandlung dafür. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kriegst du noch ein paar genauere Beratungen, okay? Okay. Alles Gute, danke. Ich drück die Daumen. Ja. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, da zeigte er sein wahres Gesicht. Das passt ja irgendwie auch schon ein bisschen auf das, was Susanne gerade erzählt hat. Es gibt ja Menschen, die man vielleicht über einen sehr langen Zeitraum sehr nett findet, sehr toll findet, sehr liebevoll sogar findet, sie sogar liebt. Aber durch ein bestimmtes Ereignis, Vorkommnis, durch irgendetwas, lassen die plötzlich ihre Maske fallen. Oder die Maske wird heruntergerissen durch ein Verhalten ihrerseits. Wenn ihr mir über solche Personen was erzählen wollt und über solche Vorkommnisse, dann seid ihr morgen meine Gesprächspartner. Ihr könnt euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Hier ist Bärbel. Bärbel ist 21. Hallo Bärbel. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen, Bärbel? Ja, es ist so, also ich habe einen Freund seit 2 Monaten und habe den jetzt mit meinem Ex-Freund betrogen. Ist ja nicht die feine englische Art. Nicht wirklich. Mann, wie lange warst du mit dem Ex zusammen? 3 Monate. Auch nur so kurz? Ja, so länger geht es bei mir nie. Nie? Noch nie? Kein Mal bisher? Nee, also bei mir ist immer 3 Monate und das ist Schluss. Hm. Na gut, das ist ja... War es aber ja auch nie wirklich der richtige Mann, sage ich jetzt mal so. Wie viele 3-Monats-Männer gab es denn schon?
Ja, also auch nicht so viele. Auch nicht so viele. In den du jetzt gerade verliebt bist. Ja. Diese junge Liebe von 2 Monaten. Ja. Bist du in den wirklich verliebt? Ja, es ist es ja gerade. Also es ist auf jeden Fall der erste, in den ich halt, also wo ich auf jeden Fall ein anderes Gefühl habe. Also wo du denkst, das ist schon irgendwie ein Tick ernster als sonst. Genau. Und intensiver vielleicht. Genau. Ja. Stellt sich natürlich gleich die Frage, wenn das so ist, warum dann der Ausrutscher mit dem Ex? Ja, ich auch irgendwie, das ist total bescheuert. Ich mag das auch gar nicht erzählen. Aber es ist so, dass ich halt auch seit 2 Wochen mit meinem Ex-Freund wohne. Warum? Ja, weil ich halt ein bisschen Stress mit meinen Eltern habe und ich bin halt auch relativ gut. Also seit ich mit meinem Ex-Freund auseinander bin, verstehen wir uns auch wesentlich besser. Ja. Und wir sind halt auch irgendwie befreundet und hat er mir halt angeboten, dass ich doch so lange halt bei ihm wohnen kann, mhm, bis ich meine Eltern wieder vertragen habe. Und dann habe ich das auch sofort angenommen. Mhm. Und ja, das war auch erst gar kein Thema. Also er weiß aber auch nichts von meinem neuen Freund. Achso, er weiß nichts. Weil er halt immer noch in mich verliebt ist. Ah, noch komplizierter. Genau. Er ist noch in dich verliebt. Er weiß nichts von deinem neuen Freund. Nein, also ich habe ihm das nicht erzählt, weil ich ihn ja halt auch nicht verletzen wollte. Ach komm, verletzen? Und du bist zu feige. Nein, ja. Das kommt auch noch dazu, dass er auch meinen neuen Freund kennt. Ja, umso feiger bist du. Ja, das kann ich mich auch erzählen. Ich will ihn nicht verletzen. Nee, so gut bist du nicht. Du bist zu ängstlich, ihm das zu sagen. Weil das natürlich Konsequenzen mit sich bringen würde. Das kann natürlich auch gehen. Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ja. So, und dann ist es dazu gekommen. Du wohnst bei ihm und dann ging es irgendwann auch in die Kiste. Ja, also erst war es alles ganz normal. Wir haben uns gut verstanden, wie sonst auch. Mhm. Und ja, dann ist irgendwie letzte Woche halt irgendwie dazu gekommen. Mhm. Und es war aber auch nur diese eine Sache. Und ich habe das auch eigentlich, hört sich zwar blöd an, aber also mein neuer Freund jetzt, ich bin eigentlich schon in den verliebt. Mhm. Also ich bin schon der Meinung, dass ich in den verliebt bin. Es ist halt nur so, dass ich genau weiß, dass meine Eltern und meine Geschwister halt nicht so wirklich mit dem einverstanden wären. Warum? Das kann ich jetzt schlecht sagen, aber machen wir so eine Andeutung. Ja, er ist halt in einer gewissen Szene drin, was meine Familie nicht so akzeptieren würden. Aber du möchtest jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht weiter darüber sprechen, was das für eine Szene ist. Also ich kann jetzt schon sagen, er ist in der rechten Szene drin. Mhm. Und Und dich aber nicht so extrem, würde ich jetzt sagen. Ja. Also ich kenne ihn jetzt ja besser. Ja. Und ich würde schon sagen, dass es mehr so eine Art Mitläufer ist. Mhm. Wie denkst du denn über seine politische Einstellung? Ja, nicht besonders gut. Diskutiert ihr darüber? Ja, also ich habe zu ihm gesagt, dass ich es nicht besonders gut finde und dass ich da auch nicht so wirklich mit einverstanden bin. Mhm. Aber ja, er sagt manchmal so, das ist seine Sache und es ist auch gar nicht so seine Einstellung, es ist mehr so seine Freunde, weil seine Freunde kenne ich halt auch. Ja. Die sind alle ein bisschen älter und die habe ich früher halt schon mal kennengelernt und ja, also die sind für mich irgendwie alle so ein bisschen bescheuert. Also die mag ich nicht so wirklich. Aber wenn du sagst, er ist Mitläufer. Mitläufer ist mindestens genauso schlimm wie überzeugt zu sein von so etwas. Ärger, provoziert dich das denn nicht? Bringt das dich denn auch nicht auf Distanz? Ich weiß ja nicht, wie krass rechtsorientiert er ist. Ist er ein Nazi? Ja, das weiß ich auch nicht. Dafür kenne ich ihn nicht lange genug. Aber das würde man doch eigentlich auch mal fragen, wenn man jemanden anfängt, sich zu verbandeln. Ja, also wenn ich ihn frage, dann sagt er, dass er halt ja mit den Leuten befreundet ist, mhm, und die eigentlich schon relativ bekannt sind für diese Szene. Ja. Ja gut, aber dann ist doch die nächste Frage, die du stellen musst, ja okay, du bist bekannt mit dem, aber was denkst du denn dazu? Wie ist deine Meinung zum Nationalsozialismus? Was sagst du zu der Judenverfolgung und was man alles fragen kann? Ja, da weicht er meistens aus. Also möchte er nicht drüber reden. Würde ich mich nicht so zufrieden mitgeben an der Stelle. Ich könnte nicht in einen Menschen mich verlieben, wo ich so einen Nebel vor Augen hätte. Ja, das wusste ich aber ja vorher ja nicht, als ich ihn kennengelernt habe. Nee, aber jetzt weißt du es ja. Und seit 2 Monaten weißt du schon.
Ja, das ist richtig. Ich meine jetzt auch nur für die, jetzt für die Zukunft. Ich will dir ja keine Vorwürfe machen. Ich finde schon, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Du kannst dich doch nicht in einen Typ verlieben, wo du gar nicht weißt, wie der eigentlich auch so tickt. Das geht ja dann weit über, finde ich, weit über nur eine politische Einstellung. Da kommen ja noch moralische Kategorien zum Tragen, finde ich. Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie stark rechts, aber du weißt es ja selbst nicht, ne? Richtig. Nee. Mhm. Nee, weil er halt auch nicht so bekannt ist. Also nicht so wie die Leute, mit denen er was zu tun hat. Mhm. Und deswegen war es für mich mehr so ein... Jetzt sind wir auf einem ganz anderen Thema gelandet, ne? Nämlich, ja. Du bist ihm fremdgegangen, was ich natürlich blöd finde, wenn du dich wirklich verliebt hast gerade, kannst du das nicht machen. Dann machst du dir das schon kaputt von vornherein. Ja, ich habe nur halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich habe es ja schon gehört. Ich habe ja halt durch diese Sache, ist es halt, also ich war schon sehr verliebt in ihn, aber diese eine Sache hat mich halt schon gestört. Mhm. So, jetzt würde ich an deiner Stelle mir erstmal richtig mich mit dem Typ auseinandersetzen. Ja. Und mal gucken, was der so sagt und ob du dich in den nach wie vor weiter verlieben kannst oder ob du ihn lieben kannst. Mhm. Vielleicht kannst du ihn ja auch überzeugen, vielleicht kannst du ihn ja auch da rauszuziehen. Wäre nicht das erste Mal, habe ich ja auch schon gehört, dass Leute durch eine Beziehung rausgehen. Ja, das wäre ja auch gar nicht so das Problem, wenn er jetzt nicht von der Geschichte wissen würde, dass ich ihn betrogen habe. Gut, lass doch mal dieses eine Betrogen sein mal vielleicht mal zur Seite. Ja, das ist bei ihm, das würde ich ja gerne, aber... das ist für ihn natürlich jetzt erstmal an erster Stelle. Aber er weiß das noch gar nicht. Da kann ich jetzt ja bei ihm nicht ankommen wegen deiner Einstellung, bla bla. Mhm. Aber er weiß das noch nicht, ne? Ja, aber er denkt sich das. Ach, er denkt sich das. Ja gut, da musst du mit offenen Karten spielen, musst sagen, so und so ist das passiert. Ich meine, kannst du was hinnehmen? Sagst du, pass auf, ich gestehe das, dass ich das gemacht habe. Ich finde es super blöd. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt leg du deine Karten aber auch auf den Tisch. Und so könntet ihr vielleicht dann wirklich von unten nochmal anfangen und gucken, ob das läuft und funktioniert. So würde ich da vorgehen, Bärbel. Und ich würde auch dem Ex erzählen, dass da was Neues läuft. Also musst du mit offenen Karten spielen. Und wenn du dich in diesen neuen Typ wirklich verliebst, wenn das funktioniert und vielleicht du sogar guten Einfluss auf ihn hast, dann musst du dich auch zu dem bekennen bei deiner Familie. Du bist eine 21-jährige junge Frau. Ja. Das ist dein Ding und dein Weg. Aber du musst jetzt noch ein bisschen Pfeffer in die Suppe tun. Das klingt also, als hättest du das irgendwie so labern lassen, wabern lassen und so weiter. Ja? Ja, ist ja auch eigentlich so. Ist so, ne? Das war meine Meinung, Bärbel. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, alles klar. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Hier ist Bernhard. Hallo, Bernhard. Hallo, Bernhard. Hallo, Domian. Wir haben nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Ja. Ich habe mich verkalkuliert in der Rechnerei hier. Aber leg los, um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe jetzt vor kurzem eine Chat-Bekanntschaft kennengelernt. Eine Chat-Bekanntschaft? Internet, genau. Ja. Und es geht darum, wir sind jetzt seit 2 Wochen in Kontakt regelmäßig, schreiben SMS und telefonieren auch. Mhm. Und ich traue mich jetzt nicht, sie zu treffen, weil ich habe eine körperliche Behinderung. Was hast du? Eine körperliche Behinderung und... Ja, was für eine? Ja, das ist so, ich kann nicht genau so feststellen, weil die Ärzte wissen nicht genau, was das ist, weil es sehr selten ist. Wenn ich gehe, schwank ich halt. Also ach so. Ist eine Gleichgewichtsstörung. Mhm. Also man glaubt halt, wenn man es nicht weiß, ich bin betrunken und das ist halt nicht so. Und das hast du verschwiegen? Genau, und das traue ich mich eigentlich auch nicht... preisgeben. Ich würde jetzt mit ganz offenen Karten spielen und das sagen, dass du das bisher verschwiegen hast. Selbst auf die Gefahr hin, dass sie dann sagt, du Idiot, warum hast du es nicht gleich gesagt? Und tschüss. Ja. Könnte aber auch sein, wenn du es nett erklärst, dass sie dafür Verständnis hat. Ich hätte dafür Verständnis. Aber du musst es jetzt auch dann sehr bald sagen. Weil wenn du, was hast du für eine Alternative, wenn du es weiter verheimlichst, wirst du dich nie treffen können. Ja, das Problem ist ja, ich habe schon öfters das so auf diesen Wege versucht und alle haben gleich abgeblockt und wollten mit mir keinen Kontakt mehr. Weil du die Wahrheit gesagt hattest. Genau, weil sie halt gesehen haben, was ich für eine Behinderung habe. Und das schaut halt dumm aus. Dennoch, ich kann sie auch nachvollziehen, aber... Ja, aber dennoch finde ich, der Weg der Offenheit ist der bessere. Weil nur so hast du wirklich die reelle Chance,
mal eine Frau wirklich kennenzulernen. Sonst funktioniert das. Mein Selbstbewusstsein ist natürlich auch da. Ja. Bernhard, leg mal bitte auf, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Jo, in der Technik, Gundel Blendin. 1 Uhr, 1 live, wieder Fernsehen bis morgen. Tschüss.